Hi Leute, heute wollte ich mit euch über ein kleines Thema reden. Und zwar geht's darum, wie man im Internet so manche Dinge lernen kann. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass es, wisst ihr wahrscheinlich schon, viele Lernvideos im Internet gibt, besonders halt auf YouTube. Und das finde ich gut. Aus dem Grund, wenn man was in der Schule nicht versteht, zum Beispiel man weiß was im Matheunterricht nicht, dann ist es meistens so, es gibt ja so ein paar Channels und die können das dann gut erklären. Und dann kann man das halt über diese Channels lernen, also über diese Kanäle auf YouTube. Und das finde ich in dem Sinne gut, dass man es halt auch zu Hause wirklich nochmal richtig erklärt bekommt und halt am Computer, was der heutigen Jugend natürlich viel mehr hilft, wie wenn man sich ein Buch nimmt und dann da irgendwie einen Aufsatz drüber liest, wie man was macht, zum Beispiel in Mathe oder Geschichte. Oder jetzt zum Beispiel, ich habe letztens ein YouTube-Video gebraucht, um mir beizubringen, wie man Krawatten bindet. So, dann macht man das ein-, zweimal, also man guckt sich das ein-, zweimal an, dann macht man da mit und versucht es halt aus und dann stoppt man irgendwann das Video und dann kann man es irgendwann. Und genauso ist es halt auch mit den Mathe-Videos, mit den Physik-Videos, mit, ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt einfach so meine Meinung dazu, dass wir halt einfach über YouTube generell viel lernen können. Also das Video ist jetzt generell hauptsächlich auf YouTube bezogen. Es gibt ja auch viele Kanäle, die dann zum Beispiel Mr. Wissen to Go und sowas, die dann halt wirklich auch richtiges Wissen vermitteln können und die das halt auch professioneller machen. Oder halt auch so eher ethische Dinge, wie zum Beispiel der Kanal Simplicissimus, die halt auch relativ viel erklären. Das ist halt einfach so die positive Seite von YouTube, weil es aktuell oder auch in der Vergangenheit immer öfter hieß, YouTube wäre nicht mehr gut, weil da nur noch Assi-Content produziert werden würde. Ja, und deswegen finde ich es halt einfach gut, dass es solche Channels noch gibt, also Kanäle noch gibt, denen man halt auch wirklich richtigen Content bekommt und auf denen man noch was lernen kann. Und Entschuldigung für meine Stimme, bin auch ein bisschen krank. Auf jeden Fall, haut rein. Ich arbeite aktuell noch an einem Video für nächste Woche. Und was ich noch ankündigen wollte, es gibt demnächst eine Funktion über YouTube. Da geht es darum, dass man halt vorgefertigte Videos, also so wie es jetzt auch dieses hier ist, hochladen kann und dass ihr dieses Video, beziehungsweise ein Video wie dieses, als Livestream sehen könnt, sodass ich euch das dann nebenbei kommentieren kann und sowas. Ja, das wäre ganz cool und sobald das Feature rauskommt, versuche ich das mal aus. Dann könnt ihr mir eure Meinung dazu sagen. Auf jeden Fall, haut rein. Bis zum nächsten Mal!